Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier im Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich lade euch ganz herzlich ein, mit mir zusammen heute einen neuen Whisky zu verkosten. Ja, und heute ist ein besonderer Tag. Man sieht es mir vielleicht an. Ich habe mich extra für diesen Whisky ein bisschen schick gemacht. Das ist ein Whisky, den man nicht jeden Tag zu trinken bekommt und den man angemessen würdigen sollte. Es handelt sich um den Talisker 25 Jahre. Die Destillerie Talisker, gelegen an der Westküste Schottlands, ganz hier oben im Norden, liegt auf der Insel Skye. Skye, übrigens wunderschön, malerisch, eine raue schottische Insel, auf der schon etliche Filme gedreht wurden, spektakulär. Wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal hinfahren. Ja, und genauso spektakulär ist auch dieser Tropfen. Die Destillerie Talisker wurde gegründet 1831, gehört heute dem großen Spirituosenkonzern Diageo und ist bislang noch die einzige Destillerie auf dieser Insel, wobei es Gerüchte gibt, dass dort auch noch etwas Neues entstehen soll, eine neue Destillerie. Genauere Infos dazu habe ich aber leider nicht. Von Talisker habe ich hier schon einiges probiert. Ich blende euch mal die Playlist ein, da könnt ihr mal nachschauen, was alles schon gelaufen ist. Ich hatte es ja bei meinem letzten Tasting beim Talisker Skye angekündigt, dass dieser Tropfen kommen würde. Ja, und hier ist er. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an meinen Schriftstellerkollegen Heinrich Steinfest, der übrigens, so wie ich, auch ein Whisky-Konnoisseur ist und wir sitzen oft zusammen, philosophieren über Whiskys und über die anderen schönen Dinge, die es noch so auf der Welt gibt. Und er hat mir diese Flasche zum Verkosten zur Verfügung gestellt. Ich hätte sie mir wahrscheinlich nicht geleistet, denn dieser Whisky kostet, wir schreiben jetzt Oktober 2016, zwischen 200 und 250 Euro. Das ist ein Haufen Geld, natürlich. Aber dafür hat man gute Freunde. An dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Heinrich. Und ich hoffe, dass ich diesen Tropfen angemessen entsprechen kann, ihn angemessen würdigen kann. Ich durfte ihn schon mal bei dir probieren. Ich durfte mir schon mal einen ersten Eindruck bilden. Aber was jetzt kommt, ist natürlich nochmal völlig unvoreingenommen und subjektiv. Ein solches Schätzchen, ein solches Kronjuwel muss man natürlich auch ein bisschen stehen lassen, ein bisschen atmen lassen. Ist hier schon in der Flasche passiert. Man sieht, es ist schon etwas daraus getrunken worden. Natürlich, klar. Trotzdem lasse ich ihn noch ein bisschen atmen und stelle euch mal an dieser Stelle die tolle Verpackung vor. Diese Schachtel hier, zum Beispiel massiver Karton, kräftig gemacht, innen drin. Man sieht es hier vielleicht. Schön ausgepolstert, damit der Flasche auch ja nichts passiert. Nochmal ein paar Informationen an der Innenseite. Diese Whiskys sind limitiert. Ich habe jetzt hier die Ausgabe von 2014. 2014 war dieser Whisky auf 6000 Exemplare limitiert. Ich habe hier die Flasche, lasst mich schauen, irgendwo steht's. Wo ist es denn? Ich habe es doch irgendwo gesehen. Da war irgendwo eine Angabe, welche Nummer dieser Whisky hat. Ich habe es mir notiert. Es war, wie ich jetzt lange rumsuchen muss, die Nummer 335. Aber es ärgert mich, dass ich das jetzt nicht finde. Mensch, wo haben die das denn? Doch, da, da steht's. 335 von 6000. So, doch noch gefunden. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass diese Whiskys natürlich, weil sie limitiert sind, auch immer sehr, sehr schnell ausverkauft sind. Jetzt gerade ist wieder ein neuer rausgekommen und etwas höhere Auflage. Ich weiß nicht genau wie viel, aber es sind deutlich über 6000 gewesen. Waren es 9000 irgendwas? Ich glaube ja, in der 2015er Edition. Trotzdem, das sind Sammlereditionen, die gehen schnell weg, wenn sie auf den Markt kommen. Und ihr so eine haben wollt, zuschlagen, solange sie da sind. Ja, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Das bedeutet, dieser Whisky wurde gebrannt
1988 oder 89 und ist dann ins Fass gekommen. Und das ist natürlich, es ist unvorstellbar in der heutigen Zeit. Es ist ja alles so schnelllebig geworden, so kurzfristig. Das sind 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, schon eine kleine Ewigkeit. Und ich finde ja immer, das ist das Schöne bei Whisky. Whisky, das ist komprimierte Zeit. Hier sind also 25 Jahre zusammengeflossen in diesen hervorragend gelungenen Tropfen. Und man sollte sich dann auch tatsächlich die Zeit nehmen, einen solchen Whisky angemessen zu verkosten und zu genießen. Also nichts mit schnell einschenken und runterkippen. Das machen nur Cowboys. Richtige Whisky-Genießer, die würden jetzt erstmal eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde an diesem Whisky nur riechen. Ne? Das kann ich hier nicht machen. Da würdet ihr längst abschalten. Das würde euch langweilen. Deswegen muss ich das hier ein bisschen beschleunigen, was ich höchst ungern tue. Aber diese Nase ist spektakulär. Wer noch nie einen alten Whisky gerochen hat, der wird vermutlich gar nicht nachvollziehen können, was sich hier abspielt in der Nase. Talisker ist ja normalerweise auch bekannt dafür, dass sie eine gewisse Rauchigkeit mitbringen. Man kann den Rauch hier auch noch erahnen, aber er hat sich in diesen 25 Jahren zu komplexeren Bestandteilen abgebaut. Und zwar zu einer Mischung aus Seetang und Orangenschalen. Dann kommt da ganz zart noch ein Hauch von Lagerfeuerrauch drüber. Kein phenolischer Rauch, sondern dieser weiche Holzrauch, der von guten Hölzern stammt. Der mischt sich hier noch ganz zart mit rein. Aber man fühlt sich an die See versetzt, man fühlt sich auf die Insel Skye versetzt und kann hier so richtig in den Gerüchen schwelgen. Da ist eine Fruchtigkeit drin, eine Süße, eine Komplexität, die wiederum mit diesem typischen maritimen Talisker-Aromen verwoben ist. Also verwoben ist, glaube ich, in dem Fall auch das richtige Wort, weil wir haben es hier mit einem Teppich von Aromen zu tun, die ineinander verflochten sind, die miteinander spielen. Mal riecht man diesen Rauch wieder etwas stärker, dann wieder die Zitrusfruchtigkeit, diese Saftorangen. Dann kommt wieder das Jod aus dem Meer, aus dem Salz. Also wie gesagt, spektakulär. Viel besser geht's nicht von der Nase her. Und jetzt schauen wir mal, was er auf der Zunge zu bieten hat. Er hat 45,8 Volumenprozent Alkohol, wie alle Whiskys von Talisker. Ich weiß nicht, ob er kühl gefiltert ist. Bei den älteren Abfüllungen stand immer noch Non-Chill-Filtert drauf. Das ist bei dieser nicht der Fall. Weswegen ich davon ausgehen muss, dass man hier ein bisschen mit E150A nachgearbeitet hat. So ist die Farbe. Es hat einen leichten Stich ins Orange. Ich vermute mal, ein bisschen Farbstoff ist damit dran, um die Qualität und die Farbigkeit der einzelnen Whiskys gleichbleibend zu halten. Nötig gehabt hätte er es vermutlich nicht. Ich denke mal, nach 25 Jahren hat der Whisky von sich heraus schon eine sehr schöne Farbe. Wie gesagt, gefärbt, anschiffiltert, habe ich alles erwähnt. Ja, dann probieren wir mal. Das ist ein Geschmack, der einen schlichtweg aus den Schuhen haut. Er hat dieses typische Aroma eines alten, gesetzten, gut gereiften Whiskys. Das ist ein Aroma, das ich umschreiben würde mit Bienenwachs. Habt ihr schon mal so frische Waben gerochen? Das findet sich darin wieder. Es ist auch ein gewisses Melonenaroma, Galia-Melone zum Beispiel. Er ist kräftig, er ist stark. Diese komplexe Kombination aus Seetang, Salz,
wieder diese blutorangen Zitrusfrische, das Bienenwachs, dann eine angenehme Süße, jetzt im Abgang eine leichte pfeffrige Schärfe, das Markenzeichen von Talisker, das ist alles da. Es ist alles komprimiert. Das ist wirklich ein Destillat, in dem die ganze Erfahrung einer Destillerie vereinigt wird. Ne? Also das ist höchste Handwerkskunst. Und da ist höchstes Können mit dem Spiel. Da sind keine minderwertigen Fässer mit verbaut worden, sondern da werden die Fässer extra ausgewählt, da wird geblendet, da wird immer wieder getestet, dann wird umgefüllt. Es ist ein ständiger Prozess. Diese Whiskys werden ja nicht ins Fass gefüllt und einfach liegen gelassen, sondern es wird ständig die Qualität geprüft und immer wieder versucht zu optimieren. Und das ist bei diesem Whisky ganz eindeutig gelungen. Das ist für mich einer der besten schottischen Whiskys, die ich bisher probieren durfte. Ja. Diese wunderbare Bienenwachsnote, das ist etwas ganz und gar Einzigartiges, das muss man mal gerochen haben. Und der Whisky ist für seine 25 Jahre nicht alt und schwächlich und gebrechlich, von wegen, der kommt mit Kraft daher, mit Power, mit jugendlichem Ungestüm auch noch und bringt trotzdem eben die Erfahrung, die Routine und ja, das Besondere eines alten Whiskys mit. Tolle Sache. Ganz, ganz toll. Das Finish ist lang, war nicht anders zu erwarten. Es wärmt von innen heraus, es wird trockener und diese leichte Rauchnote, die über allem schwebt, das ist dann das, was so am Schluss so verblasst und damit geht der Whisky dann auch. Ja, fabelhafte Sache, fabelhafter Whisky und dementsprechend hoch muss die Wertung ausfallen. Ich gebe diesem Whisky 97 von 100 Punkten. Ah, er kriegt von mir noch einen kleinen Stern obendrauf. Das heißt, kleiner Stern, einer der Whiskys, die ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, wenn es mich denn da irgendwann mal hinverschlagen würde, was es nicht tut. Aber man darf ja noch träumen. Ja, wirklich, Talisker, 25 Jahre, ein Spitzenwhisky. Danke, lieber Heinrich, dass du mich den hast probieren lassen. Freue ich mich riesig drüber. Ich hoffe, das Video gefällt dir auch. Und ja, wenn du mal wieder so einen tollen Tropfen hast, du weißt, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Und bis dahin will ich es gut sein lassen für heute. Euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt es, schöne neue Woche und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Tschüss!